Heute werden wir lernen, wie man Polarkoordinaten eingeben mit Befehlsfenster und Layout für Grundstück in Maßstab herzustellen. Zuerst werde ich Bildskizze, Zeichnung, indem Sie auf das Bildsymbol auf der linken Symbolleiste einfügen. Wir müssen Insert-Punkt zu spezifizieren und Skalierungsfaktor für unser Image geben. Wir werden Skizze-Bild verwenden, um Dimensionswerte zu lesen und schnell ziehen unsere Digitalzeichnung. Während Zeichenbefehle, wie Kreis- und Zeilenbefehl, werde ich genaue Dimensionwert eingeben mit Befehlsfenster. Ziehen wir konzentrischen Kreisen durch Angabe Mittelpunkt und Eingaberadius vom Befehlsfenster. Ich werde alle Objekte nach rechts zu bewegen, mit dem Befehl Move. Klicken Sie einfach auf Move-Symbol. Wählen Sie dann Objekte und klicken Sie auf Startpunkt. Bewegen Sie den Mauszeiger an den Zielort. Sie können auch Zielpunkt der Bewegungsbefehl festlegen, indem Sie genaue Koordinatenwerte in Befehlsfenster. Nun, ich werde die beiden anderen Kreisobjekte mithilfe Objektfang, um die Mitte des ersten Kreis zu zeichnen. Ich werde die Radiuswerte durch Lesen Abmessungen von meiner Skizze Bildzeichnung geben. Sie können den Radius des Kreises Objekt im Fenster Eigenschaften auf der linken Seite zu überprüfen. Lassen Sie uns nun in unsere Skizze Bild vergrößern. Um dies zu ziehen, müssen wir die Linien an den 45 Grad von der Kreismittelpunkt zu konstruieren. Ich werde zuerst ziehen die horizontalen und die vertikalen Linien mit Hilfe von Babaka Tracking Funktion. Wie Sie sehen können, sind die Spurlinien mir hilft, eine gerade Linien bei 0 und 90 Grad zu zeichnen. Von nun an, schau mich Carifolü und schauen auf das Befehlsfenster, die an der Unterseite befindet. Ich werde ein Linienobjekt mit einer Länge von 40 und Winkelwert von 45 zu ziehen kleiner als Schweigen sub gleich 1000 Schrägstrich. Dies wird als eine polare Eingangsmodus. Um die Polarkoordinaten einzugeben, geben Sie einfach die Affenzeichen im Befehlsfenster. Nach dem Eicharakter, geben Sie den Längenwert. Geben Sie dann die weniger Zeichen, und der Winkelwert am Ende. Nun, lassen Sie mich die Grenze ziehen bei dem Winkel von 135 durch Eingabe Polarkoordinaten. Um Zeilenbefehl zu beenden, können Sie Escape-Taste drücken, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste. Ich werde nächste Zeile durch Eingabe Polarkoordinaten mit Winkelwert von 225 zu ziehen. Also, es gibt nur ein Linienobjekt verlassen. Ich muss diese Zeile durch Eingabe Polarkoordinaten mit Winkelwert von minus 45 zeichnen. Ich werde durch die Verwendung Mausrad in die Skizze Bild vergrößern. Um unsere technische Zeichnung fertig sind, werden wir Trimwerkzeug verwenden, um einige Bogen- und Liniensegmenten zu entfernen. Wie wir konstruieren Linien fertig sind, werde ich nun mit Trimbefehl. Trimbefehl-Symbol ist an der rechten Seite, in der Ändern-Symbolleiste.
Klicken Sie auf die Trim-Symbol und dann sind wir aufgefordert, die Kante Objekte auszuwählen. Ich habe die rechte Maustaste angeklickt, um die gegebene Möglichkeit, die Auswahl der alle Objekte in der Zeichnung übernehmen. Nun, um die Objekte zu trimmen, klicken Sie einfach eins nach dem anderen Liniensegment. Seien Sie vorsichtig, müssen Sie on Line oder Bogensegment, die angeschnitten werden müssen, klicken. Es gibt einige Fehler in Babacard Version 1.3 berichtet, und Bug gefunden wird bei der Eingabe von Polarkoordinaten in Zeilenbefehl. Bitte laden Sie Beta Version 1.3.1 von Erweiterungsmodulen Schnitt oder Polylinie-Befehl verwenden. Jetzt wollen wir ziehen zwei Verlängerungsleitungen, die mir helfen, Winkelmaß ziehen wird. Verwenden Abmessungen Befehle, um Abmessungen schnell auf Ihre Zeichnung einfügen. Ich werde zuerst ein Winkelmaß wie in meiner Skizze Bild zu sehen. Einsetzen Dimensionen ist sehr einfach. Klicken Sie einfach Bemaßungsbefehl-Symbol und wählen Sie dann Objekte Dimension zuordnen. Um den Radius Dimension einzufügen, klicken Sie auf Radius Bemaßungssymbol am Abmessungen-Symbolleiste und wählen Sie den Kreis oder einen Bogenobjekt. Es gibt fünf Typen Dimension in aktuellen Babacard-Releaser und sie ausgerichtet sind: Linear, Radius, Durchmesser und Winkelmaß. Sie können Dimensionsobjekte später anzupassen, wählen Sie diese aus und bewegen Ihren Griffpunkten. Ich werde einen Weg finden, wie man ein Bildobjekt in die Zeichnung einfügen wiederholen. Klicken Sie auf das Bildsymbol in der linken Symbolleiste oder geben Befehlraster im Befehlsfenster. Ich werde nun wählen Skalier Faktor Wert 0,02, um das größere Bild zu bekommen. Im letzten Teil dieses Tutorials werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Zeichnung für Grundstück vorzubereiten. Sie werden dieses Layout-Registerkarte unten bemerken. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout, um zur Layout-Ansicht zu wechseln. Um in das Layout- oder Papieransicht zu wechseln,
können Sie auch auf die Schaltfläche mit dem Namen Modell, das bei im unteren Statuszeile befindet. Wenn Sie auf Papier oder in der Layout-Ansicht sind, zu wechseln, um in das Layout-Modell, müssen Sie doppelt mit der linken Maustaste in das Modellgebiet. Eine weitere Möglichkeit der Umstellung auf Modells ist es, auf die Schaltfläche mit dem Namen Papier, das die letzte Schaltfläche in der Zeile am unteren Statuszeile ist, klicken. Tastenname wird geändert, um zu modellieren, was bedeutet, dass Sie jetzt in der Modellansicht. Um Skala für unsere Zeichnung eingestellt, haben wir es mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Layout klicken, und dann sollten Pop-up-Menü angezeigt. Es besteht die Option Plotmaßstab. Klicken Sie darauf, um Plotmaßstabfaktor eingestellt. Schauen Sie in die Befehlszeile ein, um die schnelle Meldung zu sehen. Wir sind aufgefordert, geben Sie, wie viel Karteinheiten werden in einem Millimeter Papier enthalten sein. Zum Beispiel, wenn wir wollen, Skala von 2:1, dann müssen wir für Skalierfaktor Wert geben 0,5. Nachdem wir setzen Skalierungsfaktor, müssen wir darauf achten, nicht zu verwenden Maus-Zoom-Rad oder jede andere Zoom-Option innerhalb der Modellansicht, um Skalenfaktor, die wir vorhin angegeben, bewahren. Um unsere Zeichnung plotten, prüfen, ob wir in der Papiermodus befinden, dann klicken Sie auf Plotter-Symbol auf der Hauptsymbolleiste, oder wählen Sie Plot vom Layout-Pop-up-Menü. Sie können auch ein anderes Layout hinzufügen, können Sie Papiergröße und Ausrichtung so weiterzusetzen, wählen Plotter und lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie man Textobjekt, um das Papierlayout hinzuzufügen. Es wird in der Papier, nicht in das Modell eingefügt werden. Vielen Dank für dieses Video betrachten. Jede Woche überprüfen Sie für weitere Tutorials. Bühe.